So, und damit herzlich willkommen zurück zu Breath of... Ich sag oft das falsche Spiel bei dem EP. Zu Hyrule Warriors Age of Calamity. Ja, wir haben das letzte Mal ein paar Bonusmissionen gemacht. Und gucken jetzt, was wir weitermachen können. Das können wir immer noch nicht machen. Weil wir weder Rüst noch Schwertgras haben. Wo finde ich Rüst und Schwertgras, frage ich mich an der Stelle. Der interessiert mich. Rüstgras finde ich nicht hier. Ich finde es auch nicht hier. Ich finde es das schon, aber nicht in der Hinsicht. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die Explosionsgefahr. Empfohlen Stufe 6, ich bin 12. I say I'm a bit overleveled. Well, I did say I'm a bit overleveled, but who cares? We gonna kill those monsters. But first, we have a long loading screen. With epic hints about how to play the game, with hints you already know since... When did this game started? Also war immer talking English, I don't know. Aber die kleinen Kinder verstehen bestimmt. Weil Schulpflicht ist Schulpflicht. Mehr sage ich dazu nicht. So, dann kannst du losgehen. Besiege die Monster der Todbringerflucht. Ach du Kacke. Autsch, das tat ein bisschen weh. Und Feuer! Der muss als erstes weg. Der ist der nervigste von allen. Und zum Glück haben wir das bereits außen vor gemacht. Und es gibt kein Zeitlimit. Das gefällt mir natürlich umso mehr. Kein Zeitlimit sind gute Level. Weil ich dann einfach in Ruhe machen kann, wie ich will. Na komm, ich will jetzt nicht treffen. Geht doch! Ich wollte schon an meinen Bogenkünsten zweifeln. Und einmal eine Wirbelattacke bitte, weil die kann man hier echt gut einsetzen. Ich meine, hab nur ein paar. Hab nur einen Genozid begangen, ne? Ich meine, ich metze mich hier durch wie keine Ahnung was. Und Schmetterangriff, verreck du Drecksack! Schön, dass ich von der Explosion nicht betroffen wurde. Und... Ja, schade, ich habe das Timing verkackt. Aber es ist alles tot hier, von daher. Das ist in Ordnung. Glaube ich. Ich werde euch alle umbringen. Den habe ich sogar auf normale Wahl-Ebel getötet. Auch interessant. So, alle Mobs besiegt. Das kann ich. Ich habe hier schon 3 von 5 besiegt. Von daher kann ja nicht so schwer sein.
Und ich mag es nicht gerade ernsthaft, durch diese Gegner durchzumetzeln, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. So. Nummer 1 ist tot. Wie habe ich dich getroffen? Das finde ich auch sehr interessant. Na komm. War das auch schon von der ersten Mission? Ja, ich habe die Monster besiegt. Das Exalfos rennt dann doch einfach weg. Das finde ich auch schön. Ich sollte den Pferdestall jetzt machen können, glaube ich. Und es ist mittlerweile Nacht. So, das kann ich immer noch nicht machen. Wir haben aber das hier, was ich jetzt endlich machen kann. Juhu! Alle Achtung! Das Kind war so glücklich über das Geschenk, dass es damit direkt zu seinem Vater lief. Das Kind war zwar höchst erfreut, doch traf es auch den Stallmeister zu. Interessant, wir haben einen Sora, der was verkauft. Du hier verkaufst nichts Interessantes. Was verkaufst du? Antike Teile. Oh. Das sind interessante Sachen, die hier verkauft, muss ich schon sagen. Und du, kann ich dich machen? Ja, dich kann ich machen. Einhänder längerer Kombo-Angriff. Die Bitte, mehrere Exalfos zu erlegen, wurde an die Kampfschule übermittelt. Doch die Ausbildung ist zu beschäftigt. Mach du das. Ja, Mann. Längerer Kombo-Angriff. Ja, und... ich gehe jetzt zu Mifa, falls es geht. Ah, hier endet die Demo-Version. Du kannst an der Vollversion an dieser Stelle weiterspielen, wenn ich Speicherdaten übernehme. Ja, das ist gut zu wissen. Dann haben wir die Demo eigentlich so gut wie vollständig abgeschlossen. Dann ist das hier nochmal ein kleiner kurzer Extra-Part. Oder ich hänge hier einfach nochmal einen... ja, ich hänge hier einen dritten Part dran. Weil das macht man ein Hauptdisplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.